Hallo Tommy. Hallo Thomas, willkommen zur Videolösung der Aufgabe 2 in der Übungsserie 2. Aber ich sehe, hast du noch ein paar Utensilien mitgebracht, damit wir das Experiment auch durchführen können. Wie lautet denn eigentlich die Aufgabe? An einem sonnigen Sommernachmittag füllen Sie einen großen schwarzen Müllsack mit 90 Liter Luft. Der Sack ist dadurch nur zum Teil gefüllt. Und legen ihn verschlossen an die Sonne. Ein wenig später beginnt der nun fast volle Sack zu schweben. A, B. Ja. Und jetzt muss man da das schnell skizzieren, worum es geht. An einem sonnigen Tag ist da ein Müllsack. Das ist ein Zürisack mit 90 Litern schwarz. Der liegt an der Sonne und dann beginnt er zu schweben. Wann beginnt er zu schweben? Ja, das steht nicht in der Aufgabe. Es steht ein wenig spät, beginnt er zu schweben. Was ist denn passiert in der Zwischenzeit? Da ist die Sonne, schien auf diesen schwarzen Plastik mit 1000 Watt pro Quadratmeter, heizte die Oberfläche auf, die Oberfläche heizte die Luft im Sack auf, der Sack bläht sich, weil die heiße Luft sich ausdehnen will und die Masse des Sackes ist, weil er schwebt, oder? Der schwebt da. Ein Baum. Er schwebt. Die Masse des Sackes ist ziemlich genau gleich groß wie die Masse der Luft, die im Volumen, die der Sack einnimmt. So, ich kann dir das stellen. Stimmt das? Ja. Ich habe einen Sack hier. 90 Liter. Legt den hier im Studio an die Sonne. Er steigt. Er bleibt schweben da. Da ist er so. Vor einem Meter über dem Boden. Er steigt nicht mehr. Ich sehe es genau hier. Gut, also das ist ja eigentlich die Teilaufgabe A, die du ansprichst, oder? Also was passiert ist, wir haben den Müllsack mit einer gewissen Luftmenge gefüllt. Die Luftmenge sei V0. Und zwar mit Luft der Außentemperatur, die an diesem Nachmittag 30 Grad Celsius beträgt. Und nachdem die Luft sich erwärmt hat, ist der Müllsack ein bisschen größer geworden. Das können wir vielleicht so schreiben. Wir haben hier einen Teil, der neu dazugekommen ist. Ich sage dem jetzt Delta V. Und der Rest sei immer noch das alte Volumen. Die Temperatur hier drin, die kennen wir jetzt nicht. Die Temperatur hat sich erhöht. Mhm. Um die Aufgabe nun zu lösen, würde ich folgendermaßen vorgehen. Das ist ja Auftriebsgesetz. Und etwas schwebt, wenn die Masse gleich groß ist, die gesamte Masse des schwebenden Objektes, wie die Masse der Umgebung, die verdrängt worden ist. Das kannst du gleich in eine Formel. Das kann man aufschreiben. Das schreibt mir so auf. Also wir beziffern hier noch die Masse des Müllsacks mit ms. Dann haben wir nämlich auf der einen Seite das Gewicht des Müllsacks zusammen mit der Luft. Das ist ms plus Dichte der Luft mal v, Füllmenge. Und auf der anderen Seite, die Schwebebedingung ist immer noch die Dichte der Luft, aber nun die Menge, die verdrängte Menge. Das heißt also das V, das alte V plus ein Delta V. Das ist ein Delta V, ist ein Volumen, ist dazugekommen. Und das ist die Schwebebedingung. Also die beiden Größen müssen gleich groß sein und dann schwebt der Müllsack.
Jetzt hast du aber hier einen Row von einem V ohne Index. Ja, jetzt habe ich hier das 0 vergessen. Okay. Genau, das ist die Füllmenge, oder? Wir haben den Sack mit Luft gefüllt, der dichte Row, also mit Außenluft, und zwar eine Menge V0. Und wenn der Sack schwebt, dann haben wir die verdrängte Luft, ist V0 plus Delta V. Der Sack ist ein bisschen größer geworden. Aber immer noch mit dem gleichen Ruh. Also die Temperatur der Umgebung habe sich nicht geändert. Okay. Okay, dann lösen wir das auf. Die Aufgabe ist ja... Kann das mal ausmultiplizieren. Zeigen hier. Sie, dass der Müllsack eine Volumenänderung von Delta V gleich 20 Liter erfahren hat. Genau, also ich multipliziere das aus. Dann schreibe ich das auf eine neue Linie. Ms plus Rho mal V0, zähle dieses Rho mal V0 ab auf beiden Seiten und kriege hier noch Rho mal Delta V. Das können wir streichen und es folgt sofort, dass Delta V ist gleich die Masse des Müllsacks, also nur die Masse des Plastik, geteilt durch Rho. Ja, das können wir noch schnell ausrechnen. Das sind diese 20 Gramm oder 0,02 Kilogramm. Die Dichte der Luft ist ziemlich genau 1 Kilogramm pro Kubikmeter. Und das gibt 0,02 Kubikmeter. So, das, was wir zeigen mussten, haben wir sozusagen jetzt bewiesen. Sehr schön. Aufgabe B. Ja, nächstes wäre die Aufgabe B. Wie viel Wärmeenergie hat die Luft im Sack aufgenommen? Also durch die Sonneneinstrahlung nimmt der Sack Wärme auf. Er wird heißer. Temperatur und Wärme, wie hängt das schon wieder zusammen? Das ist proportional. Ja. Hier muss man sich noch etwas bewusst werden. Und zwar, dieser Müllsack, das ist ja eine flexible Angelegenheit. Das ist kein Druckbehälter. Das heißt, der Innendruck in dem Müllsack wird immer gleich dem Außendruck sein. Und wir haben gesagt, die Luft expandiert, sie nimmt ein bisschen an Volumen zu. Das heißt, das passiert bei einem konstanten Druck. Das heißt, wir haben übersetzt eine isobare Expansion. Also da drin ist kein Druck, der Sack hat noch immer ein paar Knitterfalten, er könnte noch weiter expandieren. Der Außendruck ist gleich dem Innendruck. Ja, okay, einverstanden. Gut, dann kennen wir aus der Vorlesung, dass man die Wärmeänderung schreibt als N mal, also die Anzahl Mol, mal die molare Wärmekapazität. Und jetzt ist es eben wichtig, dass man herausgefunden hat, dass es eine isobare Expansion ist. Das heißt, die molare Wärmekapazität bei konstantem Druck mal Delta T ist also proportional zur Temperaturänderung. Und die Proportionalitätskonstante ist die molare Wärmekapazität. Jetzt Delta T wissen wir nicht. Wir haben die Endtemperatur nicht. Unbekannt. Was wir aber wissen, dass der Druck konstant ist. Daraus folgt, dass nach dem idealen Gasgesetz Delta T geschrieben werden kann als Druck mal Volumenänderung geteilt durch Anzahl Mol mal universelle, geteilt durch universelle Gaskonstante. Das können wir natürlich jetzt einsetzen hier in das Delta Q. Numerisch. Oder bist du? Ja, wir ersetzen jetzt einfach das unbekannte Delta T mit diesem Ausdruck hier. Mhm. Wir sind noch nicht bei der Ausrechnung. Mhm. Ist gleich N mal, jetzt setze ich hier gleich die molare Wärmekapazität ein bei konstantem Druck. Das ist Anzahl Freiheitsgrade durch 2 plus 1. Mal die universelle Gaskonstante.
Und das jetzt mal Delta T, dieser Ausdruck hier, also Druck mal Volumenänderung geteilt durch Anzahl Volumen geteilt durch universelle Gaskonstante. Und das ist gleich, wenn wir hier noch streichen, was hier zum Streichen ist, das ist gleich 7 Zweitel mal Druck mal Volumenänderung, das ist gleich 7 Zweitel mal 10 hoch 5 Pascal mal 0,02. Magst du ein neues Blatt? Kubikmeter. Ja, ich glaube, jetzt für das Resultat schreiben wir jetzt das nicht ganz hier rein, ein Blatt. Das ist gleich 7 Kilojoule. Gut. Woher kommen da die 7? Das sind die Freiheitsgrade. 7 Freiheitsgrade. F gibt an, wie viele Freiheitsgrade im Gas sind. Das ist temperaturabhängig. Wir sagen, bei gewissen Temperaturen seien Freiheitsgrade eingefroren. Also bei sehr tiefen Temperaturen haben wir für jedes Gasteilchen haben wir 3 Freiheitsgrade. Das sind lineare Freiheitsgrade. Vor, zurück, rauf, runter, links, genau. Rechts. In alle 3 Raumdimensionen. Dann gibt es weitere Freiheitsgrade der Rotation und der Schwingungen. Und je nach Temperatur sind gewisse aktiv und gewisse eingefroren. Und in der Aufgabenstellung ist gegeben, dass bei den 300 Kelvin, bei den 30 Grad Außentemperatur haben wir 5 Freiheitsgrade. Mhm. Gut. Und das gibt 5 Zweitel plus 1 macht 7 Zweitel. Ah, okay. Und wie lange geht es jetzt, bis dieser Sack da endlich schwebt? Bei mir ist es 10 Sekunden gegangen, habe ich hier viel zu viel Sonne. Wir können das natürlich jetzt noch abschätzen. Also wenn das sind, haben wir gesagt, 1000 Watt pro Quadratmeter. Genau, und wir brauchen 7 Kilojoule. 7 Kilojoule. Und das, diese Fläche da ist, sagen wir, ein Zweitel Quadratmeter. Die Effizienz ist 10%, weil wir haben keine Isolation bei diesem Kollektor. Das gibt dann, haben wir 500 Watt mal 0,1, gibt noch 50 Watt. Ich brauche 7 Kilojoule, das sind 7000 Wattsekunden geteilt durch 50 gibt 140 Sekunden. Will ich zwei jetzt auch sagen, ja. Minuten 20 Sekunden. Dann ist es hier scheint die Sonne einfach viel heller als draußen. Naja. Deshalb, ich lasse jetzt die Luft wieder raus. Das ist interessant. Hast du das schon mal gemacht früher? Hast du das schon mal ausprobiert? Das funktioniert wirklich. Ja, natürlich. Mach ich jeden Sommer. Jeden Sommer einmal.